Elias Stefanescu für GMP1TV, hier mit Lom Ali Eskev an meiner Seite, der, ich zeig's mal so in die Kamera, den Kampf des Jahres 2016 gemacht hat gegen Sabah Boulagi. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Jetzt offiziell endlich der Pokal in deinen Händen. Max an deiner Seite, dein Ringer-Coach. Ja, lass uns vielleicht direkt über diesen Kampf sprechen. Du hast den bestimmt auch gut in Erinnerung. Ganz Deutschland, MMA Deutschland drüber gesprochen. War wirklich sensationell. Was hast du noch im Kopf davon? Ja, der Kampf hat mir sehr viel gebracht. Ich fühle mich seitdem viel erfahrener. Also es ist, so wie ich im Vorhinein gesagt habe, besser länger zu kämpfen manchmal. Ja, ich habe viel aus dem Kampf gelernt. Zum Beispiel hat man das bei meinem letzten Kampf gesehen. Wenn ich den angenockt habe, habe ich bei Sabah gedacht, egal, komm. Das, also ich habe mich schon überlegen gefühlt, obwohl der auch sehr stark im Stand war. Ich will nicht an seine Leistung jetzt irgendwas sagen. Er war sehr stark, aber ich dachte, einmal hat es geklappt, klappt nochmal. Bei meinem letzten Kampf habe ich mir gedacht, okay, ich habe den getroffen, mach nicht denselben Fehler wie Sabah, hau rein, habe ich mir gedacht. Das hat ja auch sehr erfolgreich geklappt. Lass uns direkt auf deinen letzten Kampf dann eingehen. Im Ausland sozusagen jetzt mal wieder Gas gegeben, vorzeitiger Finish, wieder sehr spektakulär. Was hast du davon noch, was für Memories hast du davon noch? Also ACB war meiner Meinung nach, es war einfach, also wie ich es empfunden habe, es war einfach alles perfekt. Seitdem wir in dem Flugzeug gestiegen sind, lief alles gut. Hotel, da war keine Komplikation mit irgendwas. Dir wurde alles angeboten. Da war Diätessen, nicht gesalzen. Was wir da gesucht haben, haben wir gefunden an erster Stelle. Der Kampf selber, die Veranstaltung war sehr pünktlich. War alles professionell, Cutmen sind gekommen. Also, dann ging es auch los. Max kann mehr dazu sagen, jetzt, weil... Sehr gern. Du hast ja von außen gesehen, ist vielleicht besser als der Kämpfer aus dem Cage. Ja. Also, wie der Lom schon gesagt hat, es lief alles perfekt von Anfang an bis zum Schluss. Also wir hatten eine kurze Vorbereitung gehabt, aber auch die war sehr, sehr gut gewesen. Also wir haben den Lom auf den Punkt fit bekommen. Wir sind im Flugzeug eingestiegen, wir sind am Flughafen abgeholt worden, wir hatten ein super Hotel, jeder hat sich um uns gekümmert, egal was wir gebraucht haben, also die Kämpfer werden in den Vordergrund gestellt und wie gesagt, es wird hervorragend sich um die Kämpfer gekümmert, angefangen bis, wie gesagt, Hotel, übers Essen, über Kämpferbetreuung, Hilfe, egal in welcher Hinsicht, die Veranstaltung an sich Top-Level. Wir hatten eine sehr schöne Halle mit vielen Zuschauern und wie gesagt, der Lom kann sich da echt heimisch fühlen. Das ist eine tschetschenische Veranstaltung. Lom als Tschetschene wird da auch ja, wirklich wie ein Star empfangen. Der Kampf verlief für uns auch perfekt. Also der Lom hat von Anfang an gesagt, er möchte die erste Minute erstmal abtasten und dann direkt loslegen. Das hat er auch sofort super umgesetzt. Hat gut getroffen und wie er schon sagte, den Fehler, wie der damals bei Sabah gemacht hat, hat er diesmal nicht gemacht. Er hat sofort nachgesetzt, ist dran geblieben und konnte den Kampf wirklich schnell finishen. War für alle gut gewesen. Also ich musste mir nicht viel Sorgen machen in der Ecke und er war, glaube ich, auch sehr glücklich, dass der erste Kampf, sein Debüt bei ACB so verlaufen ist. Ja, besser hätte es, glaube ich, gar nicht laufen können. Super, Gratulation auch nochmal dafür natürlich. Wie ist die Lage aktuell bei dir mit ACB? Bist du jetzt offiziell nur für sie verpflichtet oder sieht man dich theoretisch auch noch woanders kämpfen demnächst? Offiziell schon, aber ich habe noch ein paar Kämpfer da offen. Wie viel will ich genau nicht sagen. Es ist auch nicht ein langer Zeitraum, aber ich bin, wenn es ein gutes Angebot kommt, also er muss sich schon lohnen. Dann würde ich mir überlegen, aber bis jetzt... Kann man drüber reden, so hört sich das. Bis jetzt ist ACB erstmal nächste paar Kämpfe dort. Sehr gut. Steht schon was fest? Kann man da schon was sagen für ACB, wann der nächste sein soll oder ist das noch in den Sternen? Noch steht nicht viel fest. Wir haben ungefähr das Datum. Und, ja. Hast du was verraten oder noch nicht? Ich weiß noch nicht. Ich habe nur ungefähr das Datum, Februar, März, aber... Also vielleicht kann ich was dazu sagen. Also es steht noch kein Kampf fest. Also wir haben kein konkretes Angebot, was wir halt von uns aus gemacht haben. Wir haben ein Wunschdatum geäußert. Wir haben gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht so lange warten wie beim letzten Mal. Letztes Mal war es halt verletzungsbedingt. Dann hatten wir ein paar private Probleme. Deswegen hatte Lom längere Zeit ausgesetzt. Das wollen wir diesmal nicht machen. Und wir haben uns halt gewünscht, entweder Ende Februar oder irgendwann mal
Anfang, Mitte März. Ob es jetzt dazu kommt, wissen wir noch nicht. Wir warten jetzt einfach auf das Angebot von ACB ab, aber wir haben noch nichts Konkretes. Also weder ein Datum, noch ein Gegner, noch ein Ort. Aber wir sind schon in der Vorbereitung und von daher, wir freuen uns einfach auf das nächste Angebot und ja, werden. Aber mir wurde ein Gegner aus der Top 10 versprochen und es wird wahrscheinlich einer aus von ACB-Rankings Top 10 sein. Sehr gut, das ist doch, ich denke mal, damit kann man viel anfangen als Fan. Besonders wenn man jetzt zuschaut, kann man sich schon zusammenreimen, wer könnte es vielleicht sein. Umso spannender, wir freuen uns dann aufs nächste Jahr. Erhol dich erstmal gut, genieß nochmal deinen Sieg, genieß den Award sozusagen auch und ja, bis ganz bald, bleib gesund. I'm in bed.